Willkommen, werte Mitmenschen da draußen, auf meinem Kanal. Ich sag's dir. Heikle Themen wieder. Wir fangen erstmal an. Ansturm auf den deutschen Pass. Gerade einmal gut 4 Wochen ist das neue Einbürgerungsrecht in Kraft. Und schon sind die Zahlen der Anträge deutlich raufgeschossen. Eine stichprobenartige Bildabfrage bei Bundesländern und in ausgewählten Städten zeigt, die Zahl der Anträge hat sich teilweise vervielfacht. München etwa erwartet eine Vervierfachung der Anträge. Stuttgart geht von einer Verdopplung aus. Einige Städte und Bundesländer haben bereits konkrete Zahlen. In Hessen stellten im ersten Monat 3.300 Personen einen Antrag auf Einbürgerung, im Juli 2023 waren es noch 2.600. Ein Plus von 27%. In Hamburg ging es im selben Zeitraum von 1.153 auf 2.031 Anträge rauf, plus 76%. Ja, das ist ja krass. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Die Leute haben recht. Deutsche werden aussterben. Und sowas wird zum Alltag. Nachdem wir kurz vorher aufeinander vorbeigelaufen sind, setzte sich dieser Mann mit dem roten Shirt hin. Da dreht er sich gerade um. Das zweite Mal. Da kann auch einer Jungfrau wirklich Angst und Bange werden. Ich habe es nicht länger ausgehalten, also bin ich weitergegangen. Ich habe jetzt nicht so schnell gelesen. Following me. You following me? No. I saw that. Why are you lying? I don't have interest. Understand. But don't follow women. Yeah? Just go home before I call the police. What? That's what? Not right, what you're doing. Schon merkwürdig alles. Aber hey. Die Ampelregierung will nur das Beste für die deutsche Bevölkerung. Den krassesten Anstieg unter den Bundesländern verzeichnet bis jetzt Berlin. Vom 27. Juni bis zum 21. Juli meldet das Landesamt für Einwanderung 5.000 Anträge. Ein Jahr zuvor hatte das Amt gerade mal 1.707 Anträge bearbeitet. Das sollte man wirklich mit den ganzen Abgeordneten machen von dieser Ampelregierung. Die haben doch unseren deutschen Pass entwertet, rausgeschmissen für jedermann. Mit dem deutschen Pass kannst du so viel reisen. Ne? Leute, die nichts... Ach komm, es ist... Es gibt kein Turbo für das Wirtschaftswunder. Es gibt ein Turbo für die Einwanderung in Deutschland. Wirklich. 1,4 Millionen... Asylzuwanderer können jetzt einen Antrag stellen. 1,4 Millionen. Irre. Einfach nur irre. Alles normal in Deutschland, alles. Wir rufen Polizei. We do that. Yes. We do this. Komm zu mir. Komm. Dein Kater ist deiner. Er gerufen, komm zu mir, komm zu mir. Dein Kater ist deiner. Wenn du komm bei mir, ich fick dein Mama. Er sagt dann, ich F... Dein Mama? Was willst du, was meinst du? Ja? Nur die Polizei, ist scheiße, ey, ja? Und jetzt hat sie schon mal gerufen, können Sie mir helfen, helfen bitte. Sag mal alles! Du Bastard! Warum schreiten da die Menschen nicht ein? Film ist eine Sache, denn hat man eventuell den Täter, falls man den kennt. Aber warum greift man da nicht mehr mit ein? Ihr hättet diesen Typen da überwältigen können. Ist es überhaupt gewollt in dem Land, wo jeder 20. Syrer inzwischen lebt? Ja. Jeder 20. Syrer lebt inzwischen in Deutschland. Die meisten von ihnen beziehen Sozialleistungen. Und es kommt noch mehr. Seit 2023 sind 140 Syrer in die Bundesrepublik eingereist. Asylbewerber. Was ist das überhaupt? Für was bewerben die sich denn? Für den Asyl? Damit wir den zahlen? Was zahlen die denn für uns? Was machen die denn für uns? Ja, die Zahlen explodieren mit diesem Migrantengeld. Und keinen schert das da oben. Niemanden. Oh. Es sind jetzt nicht mehr so viele Abgeordnete im Bundestag. Wow. Ihr habt ja richtig was getan für die Deutschen. Wow. Mensch, da habt ihr ja mal richtig gut gespart. Demnächst gehst du wählen, auch für die Kommunen. Und du wählst irgendjemanden
Und er hat nicht mal ein Mandat, dass er in den Bundestag kommt. Er braucht auch nicht mehr wählen gehen. Yeah, normal in Deutschland geworden. Normalität. Oh, das ist ja, sie schreien. Egal wo, ganz normal in Deutschland. Und nicht nur Deutschland ist betroffen. Es sind auch andere Länder betroffen. Hier, auch ein schrecklicher Angriff auf Kinder in Southport. Drittes Mädchen erliegt seinen Verletzungen. Am Montag attackierte ein 17-Jähriger die Teilnehmer eines Tanzstudios im englischen Southport mit einem, genau, ihr wisst es, zwei Kinder starben. Es zerbricht einem das Herz. Was haben diese unschuldigen Geschöpfe getan? Es sind Unruhen in England. Und ich kann jeden verstehen. Jeder Elternteil, der dann nicht auf die Straße geht und sich rächen will. Kann ich nicht verstehen. Ich liebe meine Kinder. Und ich würde lieber mein Leben geben, als dass sie ihres opfern müssten. Wer will sowas schon ertragen? Aber unsere ganze Welt ist irgendwie irre geworden. Süddeutsche Zeitung auch empfiehlt auf Instagram, kein Kind braucht einen Erwachsenen, der ihm zeigt, wie es schwimmen lernen soll. Habt ihr sie nicht mehr alle? Schwimmen lernen ist wichtig für die Kinder. Du glaubst doch nicht, wenn du jetzt irgendwie am Meer bist, am See bist, am Fluss bist, dass du denn einfach dein Kind da alleine lassen kannst. Oder schwimmt denn irgendwie? Was ist das für ein Schwachsinn geworden? Hier, das DLRG. Eltern spielen eine entscheidende Rolle in dem Prozess des Schwimmlernens. Je öfter sie mit dem Nachwuchs im Wasser sind, desto besser, heißt es. Dr. Sven Thomas, Vorsitzender der Wasserwacht in Halle, schreibt, liebe Süddeutsche, das ist leider fachlich Unsinn. Gerade kleine Kinder sind durch Ertrinken gefährdet und brauchen die Unterstützung der Erwachsenen. Ihr solltet so etwas nicht unkritisch veröffentlichen. Schwimmenlernen ist der beste Schutz gegen Ertrinken. Ein weiterer User schreibt, als ehemaliger Rettungsschwimmer ist der Artikel für mich schmerzhaft zu lesen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was alles falsch ist. Eine entsetzte Userin fragte die Süddeutsche Zeitung, gilt das für alle Kinder oder nur für die, die man loswerden will? Was für ein Schwachsinn. In was für einer geistigen Dünnpfiff-Welt leben wir eigentlich gerade? Also, ich entscheide auch selber, was ich mit meinen Kindern mache und wie ich denen was zeige. Und jede Gefahr, ach, guck mal, da ist eine Straße, da ist viel befahren. Lauf einfach rüber, dir passiert nichts. Dein Körper, der fängt das auf. Völlig behindert. Hey, na klar, du stehst auf dem Balkon am Fenster oder irgendwo. Geh bitte vom Fenster weg, du stehst irgendwo drauf. Geh bitte nicht so nah ran, du könntest runterfallen. Ach nein, bestimmt gibt es welche. Ja, du kannst auch fliegen, stell's dir einfach vor. Das einfach nur krank geworden, ey. Aber auch die Medien zeigen auch irgendwie nicht alles. Also ich habe das auf Zufall jetzt gerade nur gesehen. Gestern auch ein 17-Jähriger wieder. Normalität geworden in Deutschland und anscheinend auch in anderen Ländern. Aber will man so etwas? Wollt ihr das? Schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn ihr mehr kritischen Content sehen wollt, lasst jetzt ein Abo da, lasst ein Like da oder Unterstützung. Dazu komme ich später. Laut Polizeiangaben ist es auf der oberen Königstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei seien drei Personen mit einem Messer teils lebensgefährlich verletzt worden. Im Zuge des Einsatzes haben Polizeibeamte auch Mülltonnen durchsucht. Was genau zu der Auseinandersetzung geführt hat, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Insgesamt waren etwa 40 Polizeibeamte im Einsatz. Und überlegt euch mal, selbst ich hatte früher als junger Mensch ein Messer dabei. Ich mochte Messer, egal ob es ein Butterfly war, Springmesser in verschiedenen Formen. Ich fand die gut. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, damit einfach einen Menschen zu verletzen. Niemals. In was für einer Zeit leben wir, dass Menschenleben einfach so nichts wert sind. So, auf einer Seite war der 17-Jährige mit seinen zwei Begleitern, auf der anderen Seite drei Männer im Alter von, die mit zwei Frauen unterwegs waren. Diese Tat hat sich auf dem Hinterhof abgespielt. Der 17-Jährige, die Polizei konnte den 17-Jährigen noch in unmittelbarer Nähe festnehmen. Die beiden anderen Männer entkamen. Der Jugendliche kam am Mittwochvormittag vor einen Haftrichter.
der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei hofft, dass auf der belebten Einkaufsmeile am Dienstag Zeugen uns des Geschehens beobachten konnten. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei melden. Standard. Standard. Ich frage mich wirklich, wer war der Täter? Armes Deutschland. Vor 29 Minuten. Dieser schwere Cyberangriff zeigt, wie groß die Gefahr durch chinesische Cyberattacken und Spionage ist. Dieser schwere Cyberangriff zeigt, wie groß die Gefahr durch chinesische Cyberattacken und Spionage ist. Hey Nancy, du Christ, ich verstehe es mit der inneren Sicherheit, auch das ist wichtig. Aber es kann doch nicht tagtäglich so sein, dass es immer wieder zu schweren Taten kommt. Der Schutz ist nicht nur im Cyber wichtig, sondern auch in der Realität. Und Leute, danke fürs Zuschauen. Schreibt was in die Kommentare rein. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann seht ihr hier einmal jetzt mein PayPal. Jede kleine Spende, 1 Euro, 2 Euro, die hilft mir weiter, um solche Nachrichten zu finden und sie auch mit euch zu teilen. Das war's gewesen. Schaut gerne auch rüber bei meinem anderen Kanal. Ich sag's ja, die Verlinkung mache ich rein. Habt heute noch einen wundervollen Tag.